Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu Pokémon Y. Meine eigene Romhike. Oh, irgendwie wäre jetzt Billie Jean Musik ganz geil gewesen. Man kennt ihn. Ja, so, es geht weiter. Wir sind am Rihon Pass. Ich glaube, wir haben hier auch in der vorgestrigen Folge einen Counter bereits gefangen, glaube ich. Ich meine ja. Bevor die Folge beendet hatten. Also, würde ich dann einfach mal sagen, kommen wir auch direkt zur Frage des Tages. Und zur Frage des Tages wird sein... By the way, ich merke gerade, der Text ist komplett falsch. Also nicht komplett falsch, ich komme direkt zurück zur Frage des Tages. X-Abwehr mal 2. Also da sollte normalerweise auch X-Abwehr mal 2 stehen. Ja. Erhöht die Verteidigung um 2, damit diese X-Items vielleicht sogar useful werden für den einen oder anderen oder für den einen oder anderen Kampf oder so. Weil sonst sind sie ja komplett useless. Aber ja, Frage des Tages wird sein... genau. Habt ihr ein Favorite Pokémon? Wenn ja, was ist es? Habt ihr ein Favorite Typ? Wenn ja, was ist es? Ich habe an sich keinen Favorite Pokémon. Ich habe so meine Top 3... Die Leute, die jetzt schon länger auf dem Kanal sind, die wissen eh, was das ist. Aber für die neuen Leute oder so kann ich es ja nochmal sagen. Und zwar ist es Alola Nogger. Also Alola Marowak. Dann definitiv Suicune. Definitiv. Und normalerweise wäre jetzt meine dritte Antwort entweder Bisaflor, weil Green Gang ist halt einfach sick. Oder Alola Vulnona. Aber tatsächlich... Oh, Lisa ist mal Ultra Low Life. Da muss ich direkt ein Fiji-Wasser reinballern. Tatsächlich ist seit Sword and Shield wirklich mir ans Herz gewachsen Elisard. Elisard ist einfach fucking sick. Und deswegen würde ich aktuell jetzt gerade Elisard noch als drittes sagen. So, weil ich ja, wie bereits gesagt, keinen wirklichen Favorite habe. Okay, in Shiny sieht es ganz cool aus. Es sieht cool aus in Shiny. Wir können das klatschen und ein Level-Up machen. Ich glaube, das machen wir auch eben. Ja. Lasst mich eure wissen und dann euren Favorite-Typen, wenn ihr ihn habt. Ich glaube, ich habe schon mal meinen Favorite-Typen angesprochen. Und zwar ist es Eis. Eis ist leider sehr wenig vertreten. Und meistens sind die Eis-Pokémon auch, wenn ich mich zurecht... im Sinne fragil, beziehungsweise nicht so strong. Was ich halt schade finde. Kann man nichts machen. Ich glaube, die heilt uns, oder? Ich werde ein Pokémon-Team mal ordentlich aufrappeln. Cool. Ich glaube, in der gestrigen oder vorgestrigen Folge auch erstmal ein Fiji-Wasser gewastet. Und jetzt auch wieder. Ach, egal, ist nicht schlimm. So, haben wir hier noch irgendwo ein Item. Nö. Okay. Trips. Brauchen keine Trips. Tripper. So, Leuchthöhle. Genau. Fun Fact habe ich ja, glaube ich, schon mal in der letzten Folge angesprochen. Ich habe den Namen umbenannt, beziehungsweise die Höhle. Erster Name war Sex Dungeon. Und das war ein bisschen zu kritisch. Weil ich das ja an Content Creator, Streamer und so verteile und es öffentlich zum Download anbiete. Und wenn es dann kleine Kinder sehen... Ist wahrscheinlich in der heutigen Jugend höchstwahrscheinlich nicht... Wow. 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 Okay. Also die Encounter werden von Folge zu Folge heftiger. Aber ja, was ich sagen wollte, ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit, ist es nicht mehr so schlimm, aber ich wollte es trotzdem mal rausnehmen. So, ich guck mal eben, was Knackrack kann. Knackrack. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Dragon Rage gepusht habe. Ich weiß aber nicht mehr, auf welches Level. Sechste Gen. Durch Levelaufstieg. Feuerzahn. Dragon Rage, Worst Case, falls ich es auf 15 gemacht habe, anstatt auf 20. Sandsturm, Bodycheck. Also jetzt nicht... wirklich was übertrieben krank ist, außer Dragon Rage, weil es Fixed Damage ist.
ja, wenn er Dragon Rage kann, muss ich in Melody oder King gehen, an sich in King. Aber ich werfe einfach mal einen YOLO-Ball, weil... Ah, überleben war ein Bodycheck und ein Mega-Knackrack. By the way, mir wurde auch in den Kommentaren geschrieben, ich kann L und A drücken. Dann sehe ich die Dingensen, die Infos der Attacken. Das werde ich aber machen, wenn ich sowieso vor, bei E anzugreifen oder so. Ich werfe direkt einen YOLO-Ball. Ich riskiere es jetzt. Ja, was kommt? Sandsturm, okay. Das ist schon mal gut an sich. Ist nicht schlecht. So, nur ist seine Dings da jetzt gebufft. Seine Special Meshful Defense. Oh, das funktioniert wirklich mit L und A. Yo, I didn't know. All die Jahre. Wahrscheinlich werden andere jetzt auch mindblown sein. Niklas, Kuss geht raus, Alter. No joke, ich wusste das bis heute nicht. Junge. MVP überhaupt. Wait. Wieder Sandsturm? Habe ich Dragon Rage doch auf Dings da gebufft? Nein, genau das wollte ich nicht. Fuck. Habe ich Dragon Rage auf 20 gepusht? Ich hoffe ja. Ich hoffe ja. Okay, wir machen weiter in Schlammbad. Kann es nur Sandsturm? Okay, ich glaube, ich werde es noch einmal probieren und dann Bälle werfen nur noch. Ich glaube, es kann nur Sandsturm. Okay, jetzt werde ich nur noch Bälle werfen. Nur noch. Ich hoffe, bitte, 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 Junge, das wäre so kranke Typen-Coverage. Unnormal. Bodycheck. Eieieieieieieieiei. Und ich muss heilen. Ich muss heilen, aber ich muss auch einen Ball werfen. Er stirbt am Poison. Fuck, Mann, hätte ich einfach einen Pfund gedroppt. Riskiere ich jetzt hier, Lisa zu verlieren? Für ein eventuelles Knackrack? Oder riskiere ich es, Knackrack nicht zu fangen? Eventuell, und er stirbt am Poison. Find out this time. Yes! Yes! Yes, yes! Yes! Fuck yes! Holy shit! Anders freue ich mich gerade. Anders! Es war ein Hyperball, aber ich musste ihn werfen. Ich hatte keine andere Wahl, glaube ich. Anders, anders, anders. Damn. Warte mal, wie hieß nochmal der Dragon aus Skyrim? Hieß der Anduin? Ich glaube ja, oder? Anduin? Dovahkiin waren wir ja, glaube ich. In Skyrim, oder? Ich habe so lange nicht mehr gespielt. So oft mit Mods nochmal, also komplett gemoddet und dann durchgespielt und kann mich nicht an den Namen erinnern. Ich glaube aber, der hieß Anduin oder Alduin? Ich glaube aber Anduin. Wenn nicht, Anduin ist trotzdem irgendwie ein cooler Name, klingt geil, von daher... Whatever. So, wir haben ein fucking Anduin. Let's fucking go. I like it. I like it. Ich glaube, ich werde Lisa noch auf 22 oder 23 pushen. Ist das wieder ein Knackrack? Oder was kommt jetzt hier raus? Yo! Bitte, was? 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 No way. No way. No way. Ich meine, wir können es eh nicht fangen, aber no way. Und ich muss hier raus, weil ich es nicht angreifen kann. Wir resisten zwar die Attacken, aber nicht eine Stahlattacke. Und ich kann es halt gar nicht angreifen. Deswegen gehe ich in King. Ich könnte natürlich flüchten, aber ich glaube, das gibt viel zu gute Experience. Experience de la Lance. Abschlag in den Man. Rück. Es hat voll viel Schaden gemacht. Oh, es hatte X-Tempo slash Crit. Okay. Cool.
Cool, cool, cool. Ist jetzt die Frage, machen Urschlag mehr Schaden? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Ja, vielleicht. I don't even know. Ich mach trotzdem mal einen Abschlag. Alter, das kann... Ey, das... Das... Ey. Was ist das? Was ist das? Ey. Noch ein. Was kriegen wir jetzt hier? Mewtwo Y? Ah, okay. Hat sich beruhigt. Hat sich beruhigt. Aber trotzdem. Das ist doch anders. Also mal wirklich. Zuerst hatten wir nur Trash Encounter. Dann hatten wir Monolock Encounter. Und zwar Monolock Wasser. Dann jetzt seit... Oh, das hat ein bisschen Schaden gemacht. Dann jetzt seit zwei Folgen haben wir die Ultra Lock. Gefühlt fangen wir nur noch... nice Crit. Gefühlt fangen wir nur noch... scary, aber wir waren schneller. Ja. Gefühlt fangen wir nur noch OP-Pokémon. Also deswegen Ultra Lock. Was kommt als nächstes? Also ich kann mich jetzt in dieser Lock definitiv nicht beschweren, dass ich nichts gefangen habe und dadurch die Lock verloren habe. So wie es normalerweise mal stattfindet. Und das Coole ist ja, wir bekommen gleich noch ein Fossil. Und das ist das, was mich gerade ziemlich happy macht. An sich macht es mich einfach happy, die ROM-Hack hier zu spielen. Und mir fällt gerade wieder auf, ich habe voll vergessen, am Anfang anzusprechen, ob ihr die ROM-Hack gedownloadet habt. Wenn ja, wie findet ihr sie? Macht sie viel Spaß? Habt ihr sie schon durch? Was hätte ich verbessern können? Blablabla, Feedback und so. Das wollte ich am Anfang der Folge ansprechen. Aber habe ich voll vergessen. Whatever. Für die Leute, die bis hierhin schauen. Ansonsten spreche das einfach nochmal in der nächsten Aufnahme an. Das wird ja dann, glaube ich, nächste Woche für euch dann wieder sein. Aber hier werde ich jetzt flüchten nehmen, auch wenn wir kurz vom Level Up sind. Oder? Ja doch, hier flüchte ich einfach. Scheiß drauf. Wir haben eh noch Kämpfe vor uns. Hier könnte ich jetzt natürlich wieder abbiegen für ein Item. Werde ich aber nicht machen. Ich will jetzt straight in die Höhle. Ich will mein Fossil. Nani? hätte ich einen Caps machen müssen. Fällt mir gerade ein. Aber, wen haben wir denn da? Einen neugierigen Trainer, der hier bei uns einfach so herumschnüffelt? Habe ich recht? Jetzt hör mal gut zu. Wir vom modischen Team Flair sehen nicht nur unglaublich gut aus, wir verbreiten auch Schrecken. Unser Ziel ist es, dass Team Flair wunschlos glücklich wird und niemand sonst. Wow. Okay. Wait, what? Hätte ich Nein drücken müssen? Oh my goodness! Bring doch nicht diesen Dialog direkt wieder von Anfang an. Kleiner Vogel, Mensch, Kackviech. Zwei Pokémon, okay? Paras. Wir müssen hier raus. Käferattacken tun ein bisschen weh. In wen gehe ich? Ich könnte in Lisa gehen. Aber ich will Lisa jetzt nicht rausholen. Ich glaube, ich gehe in Flutschi. Warum nicht? Kann das Teil mal zum Flutschen bringen. Come on! Bin ich jetzt nicht cool von dir? Bin ich nicht cool. Ich drop mal eine Gewissheit. Ich weiß, sie sind physisch, aber trotzdem. Macht überhaupt gar keinen Schaden. Und wir sind full parat. Ja, ich muss raus. Ich muss raus, bevor es zu kritisch wird. Ich gehe einfach in... Ja, ich gehe in Neff, warum nicht? Ich hätte auch in Lisa, wie bereits gesagt, gehen können oder so, aber die lasse ich jetzt mal ein bisschen in the bag. Ich dachte echt... Wir hätten... Ich glaube, wir hätten wir gewone-shottet ein Paras. Bin mir nicht sicher. Ich glaube aber schon. Maybe. So,
Knirscher in, man. By the way, mir ist auch aufgefallen, in der gestrigen Folge. Ach, come on. Während der Bearbeitung habe ich bemerkt, dass Kentakio bzw. Blitzer Titankiefer als Fähigkeit hat, das was ich auch angesprochen habe. Aber es hat auch mäßiges Wesen, was einfach ultra strong ist. Weil ich meine, zwar geht unser Angriff runter, aber durch Titankiefer, wenn wir Biss, Knirscher oder was weiß ich lernen, was wir definitiv lernen werden, das gleicht das irgendwie ein bisschen aus. Plus das mäßige Wesen, weil wir eh ein spezielles Mon sind auf Blitzer. Bruder. Also, kenne ich gar nicht. Kenne ich gar nicht im Pokémon, wenn ich ehrlich bin. I don't even know. Will ich drin bleiben? Ja, warum nicht? Wir können einen Dingens droppen, einen Knirscher, der wird viel Schaden drücken. Vielleicht sogar One-Shotten? Ah, ich glaube nicht, oder? Doch, war aber knapp. War aber, glaube ich, knapp. Okay. Oh, ich mag Team Flair wirklich. Team Flair ist irgendwie so eine coole Organisation, feiere ich. Genauso wie Team Plasma und Team Galactic feiere ich auch. Und natürlich der All-Time-Favorite, The Classics, Team Rocket. Ich glaube, das ist bei jedem so. Glaube ich. Hoffe ich auch zumindest. Sollte es nicht so sein, dann was macht ihr mit eurem Leben? Verwirrung. Paraheiler, Gegengift. Können wir direkt benutzen. Paraheiler. Zack. So, sind wieder full. Und dann geht das weiter. So, wer kommt? Astrainer Rüpel. Oh, der wird wahrscheinlich einen Trank haben, ne? Der gute alle Astrainer mit einem Frisseblitz. Schlecht, schlecht, schlecht. Wir haben Bash vorne. Und ich glaube, wir können uns noch nicht one-shotten. Ich meine, wir haben den Regen draußen. Elektro-Attacke tut weh, aber... Nee. Oh. Ich bin mir sicher, der Regen hat gemerdert. Bin ich mir sicher. Zerpisse. War Zerpisse nicht dieses Käfer-Pokémon? Bin mir so unsicher. Bleibt trotzdem drinne. Ja, war's. Das war's. Ja, Schnabel. Obwohl, Wasserdüse, auch wenn sie resistet ist, ist es Stab und Regen. Oh, das tut weh. Wait, we resisten? Ich dachte, das war effektiv. Dann hätte ich eben gerade bei Paris auch drin bleiben können. Oh! Okay, dann habe ich das vertauscht. Ich dachte, Käfer auf Stahl. Oh! Okay. Okay. Okay, dann habe ich das vertauscht. Dann komplett my bad. Ich werde jetzt schon wieder die Kommentare sehen. Du hättest mit Bash drinbleiben müssen. Du warst effektiv. My bad. Passiert. 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 Ich vertausche auch voll oft, noch wirklich voll oft, Psycho mit Geist. Ist auch irgendwie ein typisches... Yo. Okay. So ein typisches Problem. Max-X. Okay, das Giratina. Das wird wahrscheinlich kein... Ich glaube nicht, dass Giratina Dragon-Dingens lernt. Oder Dragon Rage. Bin ich hier safe, wenn ich einmal für den Sword Dance gehe? Aber was bringt mir ein Sword Dance? Ich will, glaube ich, für Metallklaue. Ja. Greift denn das direkt mit einer Drachenattacke an? Unheilböen. Hat einen guten Schaden gemacht, aber ist auch ein Giratina. Boost. Yes. Nice. Sick. Nassmacher. Ja. Okay. Gut. Ja, ich droppe einfach noch eine Metallklaue, glaube ich. Aber auf Giratina diesmal.
Und er fokust das SWAT-Ronin und killt es. Sick. Killen war Geratina. Ich bezweifle es, aber killen war es. Es hatte auch noch Hochmut. Yo. I see you, Serena Lul. I see you. So, Metallklaue. Schade, kein Boost. Schade, Marmelade. So, wir machen Dingens, weil ich glaube, das ist trotzdem stärker. Globstrahl. Okay, Max X hat einfach alles alleine gemacht. Wurde einfach von einem Bot gecarried, okay. Gut. Okay, Bash kommt dann wieder in the bag und was anderes hole ich ins Team. Beziehungsweise, ich glaube, weil es eh die letzte Folge für diese Woche ist, werde ich mein Team aktualisieren. Oh Gott, das ist ein Encounter. Und das ist, by the way, keine neue Route. Das ist immer noch dieselbe wie die Leuchthülle, deswegen dürfen wir das nicht fangen. Leider. Aber, ja, ich glaube, ich werde mein Team anpassen. Für die nächste Folge, weil die nächste Folge wird, glaube ich, sogar die Arena dann direkt sein, oder? Glaube, ja. So, wir holen erstmal unseren Fossil-Dingens-Kack ab. Ich werde mich einfach fürs Erste entscheiden. Ich weiß nicht mehr, was das Erste war. Ich werde das Erste nehmen. Und nein, ich habe keinen Plan, welche Pokémon in den Fossilen sind. Die ROM ist Kiefer-Fossil, okay. Ja. Die ROM ist so lange her, dass ich sie erstellt habe. Ich habe gar keinen Plan mehr. Ich weiß auch nicht mehr, was die Arena-Leiter oder so haben. Ich bin fast blind, tatsächlich. Fast blind. Ein paar Sachen weiß ich noch. Aber... ja, whatever. So, dann holen wir uns noch unseren Pokéball hier. Aber dann war es das auch für diese Woche mit der Pokémon X. Pokémon X natürlich. Ja, Pokémon X ROM-Hack von mir erstellt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben. Das Support ist kein Mord. Und abonnieren nicht vergessen. Fucking hell. Abonniert diesen Kanal. Ich meine, warum nicht? Warum nicht? Wie kann man denn so einen coolen Dude nicht abonnieren? So, da macht man im Leben was falsch. Es ist genauso wie, wenn man Döner ohne Fleisch isst. No offense gegen Vegetarier oder Veganer. Ist halt so. Es ist halt so. Ja, es ist halt so. Also macht's gut, ich mal raus. Peace.